Normalerweise hassen die Leute Handyspiele. Besonders Auskopplungen von großen Spielereien. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Vielleicht ist das der Grund, warum Call of Duty Mobile so unscheinbar gestartet ist. Das Ankündigungsvideo hat nicht mal 1 Million Aufrufe, der Trailer hat gerade mal 2 Millionen. Zum Vergleich, der Reveal-Trailer zum neuen Call of Duty Modern Warfare hat 33 Millionen Views. Im Vorhinein hatte das Handyspiel kaum Buzz und dann war es plötzlich da. Es ist unglaublich eingeschlagen, dominiert App-Charts und bricht Rekorde. Call of Duty Mobile ist wahnsinnig erfolgreich und wird in höchsten Tönen gelobt. Aber was macht das Spiel so gut und warum ist es auch ein Vorzeichen gewaltiger Veränderungen? Von chinesischen Konglomeraten, neuen Geschäftsmodellen und ganz, ganz viel Geld. Ob man das Spiel gut findet oder nicht, ist natürlich Geschmackssache. Wir haben vorher nie Shooter wie PUBG auf dem Handy ausprobiert und waren regelrecht geschockt. Viele bekannte Karten, vertraute Modi, Gameplay-Elemente und Waffen. Auch auf ganz normalen Handys bekommt man schnell ein Spielgefühl. Und das Spiel fühlt sich an wie, naja, Call of Duty. Mittlerweile gibt es sogar einen Zombie-Modus, das ganze Spiel ist gratis und weitestgehend kein Pay-to-Win. Man kann zwar Geld ausgeben, aber vor allem für kosmetische Gegenstände. Nach der Veröffentlichung hagelte es positive Kritiken, sowohl von Testern als auch von Spielern. Dazu kamen unglaubliche Download-Rekorde. In der ersten Woche wurde Call of Duty Mobile 100 Millionen Mal heruntergeladen, das ist 5-mal mehr als die Mobile-Versionen von PUBG und Fortnite. Der Blog Deconstruction of Fun hat 4 Aspekte des Spiels identifiziert, die es so stark machen. Die Steuerung, die Einführung, die Nostalgie und die fehlenden Grenzen. Shooter sind sehr komplex und man muss viele Dinge gleichzeitig machen. Das hat auf kleinen Touchscreens lange nicht so richtig funktioniert. Call of Duty Mobile macht da alles richtig und vereinfacht an den richtigen Stellen, ohne dass die Kontrolle verloren geht. Als Einsteiger verliert man bei Shootern am Anfang auch recht viel. Call of Duty Mobile hat eine sanfte, elegante Einführung und lässt den Spieler zunächst gegen Bots trainieren. So gewöhnt man sich ein und hat von Anfang an Erfolgserlebnisse. Es ist auch kein Zufall, dass sich das Spiel wie ein Greatest Hits Package anfühlt. Eine Karte wie Nuketown bringt bei vielen Erinnerungen zurück. Das lockt Spieler an und erleichtert wiederum den Einstieg. Außerdem kann man so oft und so lange spielen, wie man will. Das klingt etwas dumm, ist bei Handyspielen aber nicht selbstverständlich. Die Grafik ist dazu ziemlich stark und das Spiel wird andauernd erweitert. Es ist immer etwas los. Diese 4 Aspekte machen das Spiel gemeinsam zu einem Hit. Sie begünstigen einander und spielen einander zu. Sie tragen dazu bei, dass man als Spieler teilweise vergisst, dass man am Handy spielt. Das alles macht Call of Duty Mobile so gut. Aber dahinter steht noch eine Frage. Das Warum hinter dem Warum. Warum macht man sich diese Mühe? Die Antwort findet man bei Pokémon. Genauer gesagt bei Pokémon Go. Von 2016 bis heute hat das Spiel unfassbare 3 Milliarden US-Dollar Umsatz eingespielt. Vergleichen wir das mal mit Call of Duty Black Ops, dem erfolgreichsten Titel der Reihe. Er wurde knapp 31 Millionen Mal verkauft. Geht man von $70 pro Stück aus, was recht großzügig gerechnet ist, landet man bei ca. 2 Milliarden Dollar und ein paar zerquetschte. Damit ist Pokémon Go nach 3 Jahren deutlich umsatzstärker als das erfolgreichste Spiel der Reihe. Nun kommt zwar immer noch jedes Jahr ein neues COD raus, aber die verkaufen sich deutlich schlechter als früher. Activision, der Publisher von Call of Duty, wollte lange keinen Multiplayer auf dem Handy. Warum also der Sinneswandel? Geld. Der Markt für Mobile Games macht 45% der gesamten Spieleindustrie aus und ist deutlich größer als der PC- und der Konsolenmarkt. Mobile ist, ob man will oder nicht, ein Teil der Zukunft. Das hat mittlerweile wirklich jeder verstanden und Investoren fluten den Markt mit Milliarden. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an Voodoo und die 200 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs. Der chinesische Tech-Gigant Tencent hat 90 und 126 Millionen US-Dollar in 2 weitere Mobile-Game-Entwickler investiert. In Mobile-Games wird seit Jahren viel mehr Geld investiert als in Konsolen- oder PC-Spiele.
Besonders bei Tencent lohnt es sich, nochmal genauer hinzuschauen. Das Unternehmen stellt sich im gesamten Entertainment-Markt breit auf und hat sich in diverse Filmstudios und Musikproduktionen eingekauft. Tencent gehört zum Beispiel auch WeChat, das ist quasi das chinesische WhatsApp mit vielen Extrafunktionen. Im Zuge seiner Ausbreitung hat sich das Unternehmen auch langsam aber sicher in der Gaming-Industrie eingenistet. Timi Studios sind die Entwickler von Call of Duty Mobile und ein Tochterunternehmen von Tencent. In ihren Anfängen haben die Entwickler einen inoffiziellen League of Legends-Klon für den chinesischen Mobile-Markt herausgebracht. Das gab natürlich Stress und am Ende hat sich Tencent einfach das komplette Studio hinter League of Legends gekauft. Das heißt Riot Games. Momentan sitzt Timi Studios bereits an einem neuen Pokémon-Handyspiel. PUBG Mobile stammt ebenfalls von Tencent, dem Unternehmen gehören 11,5% von Bluehole. Epic Games und damit Fortnite gehören auch zu 40% Tencent. Dazu kommen 5% Anteile an Activision Blizzard und Ubisoft sowie diverse weitere Investments, zum Beispiel in Discord. Mittlerweile ist das Unternehmen eine der gewaltigsten Kräfte der gesamten Spieleindustrie und markiert für viele Spiele die goldene Eintrittskarte in den riesigen chinesischen Mobile-Markt. Tencent verändert mit seinen Geschäftsmodellen die Industrie. Man setzt auf Handyspiele, die kostenlos sind, in die man einfach so einsteigen kann, die langfristig unterhalten und dann binden sollen. Spiele, mit denen man über Jahre hinweg riesige Umsätze generieren kann. Call of Duty Mobile ist so gut und wirkt so ausgefeilt, weil es genau dieser Strategie entspringt. Hier wird viel investiert, um Spieler langfristig bei der Stange zu halten. Nintendo hat Mario Kart Tour fürs Handy herausgebracht und attackiert den Markt nach Pokémon Go's Erfolg aggressiv. So gut wie alle großen Spieleunternehmen nehmen Mobile mittlerweile ernst. Es gibt riesige Märkte wie zum Beispiel Indien, in denen Menschen keine PlayStation oder keinen leistungsstarken PC besitzen, aber ein mittelgutes Handy. Größere Bildschirme, gigantische Investments und chinesischer Einfluss. Gaming verändert sich rasend schnell. Wird das die Spiele am Ende besser machen? Oder schlechter? Call of Duty Mobile ist jedenfalls wahnsinnig gut. Und gratis. Mario Kart Tour ist dagegen kaum spielbar und für langzeitigen Spielespaß muss man super viel Geld investieren. In welche Richtung wird es gehen? Lootboxen? Pay-to-Win? Skins? Abonnements? Hinter Call of Duty Mobiles beeindruckendem Auftakt steckt auf alle Fälle mehr als nur eine gute Steuerung. Cheers! Hey, wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema unbedingt in die Kommentare. Wir haben vor einiger Zeit auch mal ein Video zu dem Entwickler Voodoo gemacht, checkt das gerne mal ab. Ansonsten bis zum nächsten Mal.